Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch dieses Tutorial. So, und wir machen auch gleich weiter dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben Programmzeile geschrieben, also wirklich nur eine, weil ich euch vorher noch so viel gezeigt habe, die uns in einem gleichmäßigen Intervall eine bestimmte Funktion aufruft. Und die wollen wir in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die programmiert. So, und als allererstes müssen wir aber ein ganzes Stück weit hier unser Programm oder dass wir diese Funktion schreiben können, auch vorbereiten. Und nun, das sind keine besonders neuen Sachen. Ich muss mir erst sozusagen hier meine Leinwand holen und dann muss ich daraus mir den 2D-Kontext herausfiltern. So, und das hatte ich bisher immer gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache eine Variable Leinwand, so, und von der hole ich mir dann oder da speichere ich sozusagen die Adresse von der Leinwand hier von der Canvas ein und dann hole ich mir den Kontext. Jetzt möchte ich euch zeigen, dass man das Ganze auch in einer Befehlszeile machen kann und dass man den Variable Leinwand nicht unbedingt braucht. So, und ich hatte ja hier die Variable Brett genannt für Zeichenbrett. Zeichenbrett wollte ich nicht schreiben, weil das war mir zu lang. So, also Brett. So, und da gebe ich jetzt ein Folgendes. So, und am Anfang sieht das so aus, als würde ich mir erstmal nur meine ID holen, also die einen Zeiger auf die Leinwand oder auf die Canvas. So, das mache ich mit getElement by ID. So, und ich mache genau dasselbe weiter. Ich sage nämlich hier, suche mir die ID mit Leinwand. So, und jetzt könnte ich eigentlich mit einem Semikolon abschließen. Aber ich hänge jetzt mit einem Punkt noch einen zweiten Befehl hinten dran und das ist natürlich der getContext-Befehl. Und da setze ich jetzt rein, dass der mir den 2D-Kontext holen soll. So, und durch dieses Aneinanderhängen von Befehlen kann ich sozusagen immer auf den Wert zugreifen, den mir die vorherigen Sachen geliefert haben. Document.getElementById macht das nämlich auch nicht anders. Als erstes hole ich mir den Zeiger auf mein Dokument. Dann hole ich mir, das mache ich einfach nur mit Dokument, hier mit dem. So, dann hole ich mir aus dem Dokument eben ein Element, was mit Leinwand benannt worden ist. Und dann hole ich mir aus der Leinwand selber den 2D-Kontext, sodass ich da drauf schreiben kann. Und so kann man das mit allen möglichen Sachen machen. Das werden wir in dem JavaScript-Tutorial, was dann irgendwann demnächst kommen wird, werden wir das auch ausführlich besprechen. So, das ist das Erste, was ich brauche. Jetzt brauche ich eine Funktion, die nennt sich Zeichne etwas. Das ist eben die Funktion, die regelmäßig aufgerufen werden soll. Und die leite ich ein mit Function. Und das sagt, Achtung, jetzt kommt eine Funktion. Und dann nenne ich die Zeichne etwas. Es werden keine Parameter übergeben. Die sitzen normalerweise dann in den runden Klammern hinten drin. Und ich öffne jetzt einen Unterblock mit der geschweiften Klammer, in der die ganzen Sachen reinkommen. Schließe ich auch gleich schon mal wieder, damit das dann auch alles schön hintereinander steht. So, das ist so das Erste, was ich brauche. Und dann als Nächstes schreibe ich mir die Farbe brauche ich jetzt als allererstes. Ich möchte ein schönes Rot haben. So, das kann ich jetzt zum Beispiel machen mit Red. So nehme ich einfach dieses Rot. So. Und dann muss ich den Pfad öffnen. Begin Path. So. Dann muss ich den Kreis definieren. Den mache ich auf 180.
180, das ist der Mittelpunkt, 10 ist der Radius, beginnt bei dem Winkel 0 und endet dann so bei dem Winkel 360. Das ist jetzt dummerweise, also so wie das hier drin steht, mit dass das 2 mal Pi ist, das ist völlig, falsch. Aber aus irgendwelchen Gründen haben die das jetzt hier so gemacht, denn eigentlich ist Pi der Kreisdurchmesser, der Kreisumfang. Wenn der Durchmesser von dem Kreis genau 1 Zentimeter ist, dann ist der Umfang ist genau Pi Zentimeter, also 3,14 und so weiter und so fort, was dann noch hinterkommt, Zentimeter, und nicht 2 Pi, wie das hier gesagt wird. Aber gut, okay. So, dann soll es im Uhrzeigersinn werden. Dann möchte ich nicht die Außenlinie zeichnen, sondern nur die Füllung. Das heißt, ich mache nicht bread.stroke, aber bread.fill. Und dann schließe ich den Pfad. Close path. So, was ich auch nicht verstanden habe, ist, normalerweise sind open und close die Gegensätze und begin und end. Und hier ist es mal ganz ungewöhnlich, der Pfad wird mit geöffnet mit Begin und wird geschlossen mit Close. Warum? Keine Ahnung. So, aber jetzt haben wir zumindest schon mal etwas gemacht, und wenn ich jetzt hier jetzt habt ihr das natürlich nicht gesehen, weil ich das nicht reingeschoben habe, aber das ist sozusagen das Endergebnis. Ich habe jetzt erstmal einen Punkt hier, so, und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir diesen Punkt rotieren lassen, wie wir das überhaupt mathematisch berechnen. So, das war es jetzt erstmal für dieses Mal. Wie gesagt, es ist jetzt nicht viel Neues passiert, wir haben alles nur vorbereitet. So, und beim nächsten Mal zeige ich euch dann eben, was wir mathematisch voraussetzen, um das in Bewegung zu bringen, und zwar auf einem Kreis entlang. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.